Hallo und herzlich willkommen. Oh, Eis, 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 Eis. Wir haben jetzt Eis. Ist das nicht cool? Hallo und herzlich willkommen hier zu Rollercoaster Tycoon 3 Soaked und unserer letzten Parklandschaft. Ich habe jetzt gerade das Wort dafür gesucht, aber irgendwie war das immer noch falsch. Ja, wir brauchen immer noch einen Mindestverkehrswert von 20.000, sind momentan bei 10.000. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen was tun, damit das Ganze sich hier einbekommt. Wir könnten hier auch ein paar Laternen hinstellen, wenn es immer so dunkel wird. Nur was für welche? Vielleicht hier so eine Strandfackel? Ist bestimmt ganz hübsch. Keine Ahnung, wir probieren es einfach mal aus. Hier noch hin und da noch hin. So platzieren wir das einfach mal alle Nase lang. Dann sollte das doch eigentlich alles ganz gut ausgeleuchtet sein. Hilfe, hier, je. Nee, da stellen wir auch noch was hin. So. Darunter auch noch. Bloß keine Brandgefahr in Gebäuden. Nein, nein, nein. Sowas haben wir hier nicht. Ach Mensch, die kaufen da ganz fleißig Eis. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und wir haben wieder 300 Euro zusammen. Das ist auch toll. Viele Besucher sind durstig. Na, ganz super. Hättest du mir das nicht sagen können, bevor ich ein Eis platziert habe. Dann würde ich sagen, stellen wir hier noch Getränke mit hin. Weil hier hinten haben wir ja noch nichts. Mache ich das dann put? Ja, ne? Doof. Da kann ich auch nichts hinstellen. Stelle ich es einfach hier hin. So, tada. Hier sind Getränke. Ihr könnt alle was trinken. Das ist total super und so. Wie geht es eigentlich unserem Mechaniker so von der Laune her? Weil der hat ja bestimmt eine Menge zu tun. Wir können mir einfach mal hier so einen Freund an die Seite schaffen, damit der hier sich ein bisschen wohler fühlt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und ja, würde ich sagen, wir sparen einfach mal hier auf unsere nächste Attraktion hin, damit wir hier was Neues platzieren können, um den Verkehrswert auch ein bisschen hochzukriegen. Wie ist denn hier mit so einer Odysseefahrt? Das wäre doch wenigstens mal ansatzweise was. So auf dem Wasser und so. Ja, dafür bräuchte man nur ein bisschen Geld. Ja, wir können dann auch mal ein bisschen das Darlehen erhöhen. Wo ist es da? Schubididu. Schubididu. Schubididai. Wir hauen den Strand zu Brei. Hier genau. So. Gehen wir hier mal runter. Gut. Und dann brauchen wir hier noch einen Anstehweg. Da. So, nee, geh mal in die Richtung. Und dann hoch. Yay! Gott, ist aber auch eine Musik hier im Hintergrund. Dann testen wir das Ganze mal alle 10 Minuten. Machen wir 2 Euro. Volllast und eröffnen. Obwohl, ich glaube, Halblast reicht eigentlich auch. Ich glaube nicht, dass das Ding immer so voll wird. Gut, was können wir denn noch hinstellen? Was haben wir denn noch nicht? Topster haben wir, Kettenkarussell haben wir, Raumfahrtdingel haben wir. Wir könnten noch die Donnerbobs probieren. Ob die was bringen, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wir könnten es probieren. Aber andererseits befürchte ich eben, dass die nichts bringen. Und dementsprechend ungünstig wäre das Ganze. Aber Enterprise bringt, glaube ich, jetzt auch nicht so das Erfolgserlebnis. Und alles andere ist halt extrem teuer. Diese Klaue bringt, glaube ich, noch halbwegs was, wenn es denn funktioniert. Aber die ist halt auch wieder so teuer. Das sind auch wieder nur die Kinderfahrattraktionen. Na, immerhin stellen sich hier einige an. Das ist doch schon mal was wert. Ja. Aber wie gesagt, den Donnerbobs, den traue ich nicht so richtig, wirklich. Nicht so. Weil ich einfach mal denke, dass das nicht so genutzt wird. Aber wir riskieren es jetzt einfach mal. Was ist denn hier auf derselben Höhe? Yay! Sehr gut. So. Anstellweg hätten wir dann auch. Gott, habe ich jetzt schon wieder was platziert? Nee. Sehr gut. Dann testen. Auf alle 10 Minuten. Halblast. Und auf 2,20. Bitterschön. So,
So, finden sich jetzt einige hier an, die da unbedingt mitfahren wollen, vielleicht? Yay, wir haben auch wieder eine Gelddingenskirchen gekriegt, also so eine Leistung für den Park, dass er so außergewöhnlich gut ist. Alter, wie viel wollen denn hier mit dem Boot mitfahren? Das ist ja auch mal nicht übel. Gut, aber immer fahrt mit, ne? So, wie viel sind hier jetzt drauf? 28, das ist doch schon mal was wert. So, wie viel passen hier überhaupt rein? 36, na Mensch, über die Hälfte. Ist doch super. So. Neue Attraktion, Mini-Achterbahn. Ja, die ist wirklich mini. Ich würde ja auch eine Achterbahn bauen, aber ich bin mir halt nicht so sicher, dass dann wirklich viele mitfahren. Das hätte man höchstens ganz zu Anfang machen können, aber da ist ja dann auch immer so eine 50-50 Chance, entweder es geht oder es geht nicht. So, 15 Personen, ein paar fehlen noch für die Halblast. Aber bei dem Regen ist es ja kein Wunder, dass da kaum einer mitfahren möchte. Außer beim Kettenkarussell, da steigen sie fleißig ein, wie es ausschaut. Naja, fahren sie hier halt mit 17 los und das Wetter ist auch wieder top, sehr schön. Dann werden sie da jetzt hoffentlich ein bisschen vermehrter mitfahren. Und ich würde dann fast hier die Klaue des Untergangs platzieren wollen. Weil beim Phönix bin ich mir einfach nicht so sicher, ob da so viele mitfahren. Ich traue es halt eher der Klaue des Untergangs zu. Das klingt so lustig, die Klaue des Untergangs. Da-da-dam. Ja, stell die dann mal so hier hin. So, das Geld haben wir auch schon zusammen. Wahnsinn, wie schnell das geht. So, dann kümmern wir uns mal als erstes um den Ausgang. So, hätten wir das erledigt. Ging ja schneller als gedacht. So, 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 so. Kein Geld, okay. Ja, damit können wir leben. Jetzt aber. Tada! Achso, hier ist ja noch so ein Zwischending. Ich habe mich gerade gefragt, warum es hier nur eins gebraucht hat und hier zwei, aber, ne? Logik? Aha! Gut, alle 10 Minuten. Hier machen wir auch mal Halblast nur und mal mindestens 2,80, ne? Für diese kolossale Sache halt. Gut, und eröffnen. So, Leute, jetzt müsst ihr aber hier unbedingt einsteigen bei der Klaue des Untergangs. Das klingt doch schon so, als wenn man da mitfahren müsste. Bietet Platz für 48 Personen. Dann kommt mal alle rein. Wuhu! Yay, wir haben eine Geldmenge gekriegt. Ich bin ja begeistert. Da können wir glatt mal ein Tausender abzahlen. Yay, wir sind unsere nächsten Ziele. 3 Monate, 475 Parkbesucher, Mindestverkehrswert von 50.000 für 4 Monate und eine Parkbewertung von 600 für 4 Monate. Ja, also müssen wir hier mal wieder Däumchen drehen, Zeit abwarten und bauen, bauen, bauen. Und möglichst Geld dabei machen. Yay, hier stehen einige Leute an. Sehr schön. Das ist gut. Hoffentlich reicht der Anstellweg. Sturz aus den Wolken haben wir jetzt auch. Okay. So, sie steigen aus. Die gehen rein. Mal gucken, wie viele da jetzt reingehen. Beziehungsweise, ob alle reinpassen. Ja, also reinpassen tun, denke ich mal, auf jeden Fall alle. Yay, die Klaue des Untergangs ist voll. Wuhu. Die wird uns Geld bringen. Den Geldsegen. Wir werden nie wieder arm sein, Leute. Aber wirklich eine tolle Attraktion haben wir immer noch nicht. Außer unser tolles Odyssee-Boot hier. Das bringt's voll. Yay, wir können schon wieder 1.000 abzahlen. Wahnsinn. Blupsdi. Sparen wir doch ein paar Zinsen. So, Klaue des Untergangs wird wieder voll, wie sie hier so kreisförmig abhauen. Sieht auch gut aus. So, 25 sind schon drin. Na Wahnsinn. Das ist ja mal genial. Hätte nicht gedacht, dass das Ding das so bringt. Hat ja bestimmt schon fast die Kosten raus. Naja, 382 ist jetzt nicht so schlecht. Sind zwar noch nicht die Baukosten, aber ne, kommt dem schon nah. Wie viel hat das Schiff schon gemacht? So, das Schiff hat seine Baukosten schon raus. Der Bewegungssimulator ist im Arsch. Sehr schön. Und wie der Rest weitergeht, das wissen wir noch nicht, aber es wird bestimmt. Wird das Ding jetzt wieder voll? Ich finde es mal voll spannend, so zuzugucken. Wird's voll? Wird's voll? Wird's voll? Wird's nicht voll? Na? Es sieht schon wieder gut aus, dass das Ding voll wird. Yay! Es ist voll geworden! Darauf bauen wir doch glatt mal hier so Krokodiltropensäfte. Gut, müssen wir nur gucken, wie die Höhe passt. Das ist eins zu hoch, eins tiefer. Ja. Tada! Jetzt dürft ihr auch was trinken. Haben wir schon eine erste Hilfe? Nein, haben wir auch noch nicht. Dann können wir ja gleich mal eine platzieren.
So, wie hoch ist denn die hier? Eins höher auf jeden Fall. So, dann können sie da auch alle mal zur ersten Hilfe wandern. Gott, was für ein Inselparadies hier. Oder? Das ist total der Inselstaat. Wahnsinn. So. Klau des Untergangs war voll. Yay. Und es finden sich neue Klauen des Untergangs. Betreter. Keine Ahnung. Das war jetzt echt ein komisches Deutsch. Neue Attraktion. Standardstand mit rotierender Reklametafel. Yay. Was evolutionäres Riss habe ich noch nie gesehen. Gut, 29. Wir haben noch Kapazitäten, Leute. Immer stellt euch an. Es stehen euch alle Wege offen. Yay, und wir sind wieder voll. Hihi. Da freue ich mich wie so ein kleines Kind. Gut, in der Richtung können wir immer noch nicht bauen. Ja, die Mixmaster ist schon total toll. Aber mehr auch nicht. Wir können ja auch mal Sturz aus den Wolken machen. Ich weiß, dass da nicht so viele mitfahren. Also so aus Erfahrung. Kann sein, dass sich was geändert hat. Ist mir aber nicht bekannt. Aber wir können es ja mal probieren. So. Aber zuerst bauen wir hier mal weiter so einen schönen Weg. Ja, müsste eigentlich reichen. So, sehr gut. So, testen. Alle 10 Minuten. Volllast. Wie viel können denn damit? 24. Ja, das geht. Machen wir mal 260 und eröffnen. Yay! So, dann können wir da gleich mal mitfahren. Weil das haben wir soweit auch noch nicht gesehen. Und dann können wir auch bald hier auf die andere Insel rüber. Dann haben wir schon fast die Verknüpfung gebaut. Driftbahn. Da bin ich ja mal gespannt. Wie viel sind schon drauf? Eine Person. Wahnsinn. Jetzt sind es bestimmt 3. Nee, 2. Wie cool. Oh, es geht los. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Oh mein Gott. Boah, man geht nach oben. Man guckt. Man guckt. Man dreht sich ein Stück. Man guckt weiter. Man wackelt ein bisschen. Man wackelt. Man geht wieder runter und wackelt. Man geht weiter runter und wackelt. Und das Wackeln hört nicht auf. Und man geht weiter runter. Und wir kommen der Erde wieder näher. Ja. Oh, und wir sind wieder am Gelände angekommen. Yay. Was für ein Traum. Kein Wunder, dass hier kaum einer mitfährt. 3 Personen. Wow. Ja, komisches Ding. Steigen jetzt wenigstens mehrere rein und nicht nur 2 Personen? Dass es hier mal so voll wird? Ja, gut. Jetzt wird es hier wenigstens mal halbwegs voll. Cool, dass es so nebenbei geht, ne? Dass es sich so einzeln füllt und dass man nicht hier komplett warten muss. Immer wenn was frei wird, können welche nachkommen. Das ist doch cool. Das finde ich mal mega genial. Coole Bahn. Hihi, die finde ich toll. So, wie sieht's hier aus? Donnerbobs läuft. Odysseefahrt läuft immer noch. Und Klaue des Untergangs? Voll! Juhu! Ja, wir könnten ja auch so Wasserattraktionen bauen, aber die baue ich halt extrem ungern. Ich finde die einfach nicht so dolle. Oh nein! Odysseefahrt! Was ist los? Es ist kaputt. Haben wir hier Forschung schon eingestellt? Ach so, ja, wir haben ja hier die Wasserbahn und so genommen, die uns nicht wirklich viel bringen. Also machen wir die einfach mal weg. Denn ich hätte jetzt schon mal gerne wieder eine schöne Attraktion, ehrlich gesagt. Dann würde ich jetzt auch mal die Achterbahnfahrten so auf Hälfte stellen. Und Kinderbahnen auch, die reichen mir jetzt mal so langsam. Ich hätte gerne mal hier so ein paar aufregende Fahrten. Gut, ich glaube, wir brauchen auch noch mal eine Reinigungskraft eventuell. Sieht hier alles so ein bisschen danach aus. So. Die Mechaniker sind auch voll beschäftigt. Sehr schön. Und unser Hai hat weiterhin seine Freuden daran, hier alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Wie schön. Ah, die Bahn feiere ich ja total, ne? Wie man hier einfach so reingehen kann und da hoch geht's und mal wieder nicht und doch und Das finde ich ja mal mega genial. Hihi. Und da kommen sie wieder runter und da gehen sie wieder hoch und runter. Ah, das ist so cool. Vor allem dieser Schirm. Ich finde das total toll. Das Ding feiere ich echt.
Was mich gleich zu der Frage bringt, was ihr denn so feiert. Feiert ihr einen Geburtstag lieber oder geht ihr einfach mal gerne aus oder nutzt ihr das Dorffest von nebenan oder eher ein Festival in der Stadt? Schreibt einfach mal in die Kommentare oder feiert ihr einfach mal in einem Freizeitpark? Wie nutzt ihr eure Ferien? Und ja, dann bis morgen.